Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und dann wollen wir mal der gute alte Jeremy befreien. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo hier. War da irgendwas blau markiert? Hauptsache dumm im Kreis gerannt, ne? So. So die Gegend. Ne, es ist zwar nicht die Gegend, aber wir können ja nur mal das Heisel durchsuchen. Hier den Spielsalon, Billardsalon oder was auch immer das ist. Ja, wahrscheinlich so Billardkneipe, ne? Okay. Wo war das dann jetzt? Verflixt nochmal. Die sind immer noch in, Schnee drin gewesen von der Grafik. Das sah etwas creepy aus. Ah ja, da drüber. Genau, hier. Das ist unser Gegend. So rum war das. Hier müssen wir suchen. Im ausgebrannte Gebäude vielleicht, wo immer noch ein bisschen was glüht. Moment, hier vibrierte Controller. Ach, wie Zau. Ja, ist dann hier irgendwo was? Hier drauf? Nee. Außerhalb? Vibrier, vibrier. Ah, da ist was. Okay. Die sagt auch nichts mehr dazu. Und immer hier steht uns die Sherman's Camp Horde jetzt nicht mehr im Weg. Das heißt, wir können auch ruhig diese Haut drauf Arschloch-Attitüde an den Tag legen, die ich so gern mag. Dann schauen wir mal, wo uns das hier lotst alles. Sieht aus, als geht's hier rein, ne? Und das Diner oder was das mal war früher. Ist auch jede Menge Kruscht hier, was rumliegt, wie ihr Stuhlbär, aber brauchen wir gerade nicht. Bierflasche. Scheinbar wohl zu brauchen ohne Ende. Wie ist der Deibel, für was ich das alles verballert habe? So viele Molotow-Cocktails habe ich ja gar nicht hergestellt. Aber nee, es führt uns nicht ins Gebäude und auch nicht dort durch, weil durchkommen wir nicht. Es führt uns wohl eher durch die Stroß hier. Und hier, hier. Ja. Allerdings verliert sich hier wohl wieder die Spur. Sind jetzt nur noch die wieder da. Aber die haben hier schon maximal alles, ne? Führt es uns etwa hier rein wieder? Da waren wir ja auch noch mal vor kurzer Zeit. Mit Mike. Hier können wir eigentlich relativ offen laufen, denke ich. Das ist immer noch zu, ja. Und dort drüber war generell auch nicht zugänglich. Ah, da liegt aber was. Ein Wecker. Den brauchen wir wahrscheinlich für den Attraktor, ne? Und Kerosin und eine Bierflasche. Kann man auch immer gut gebrauchen, das Zeug. Okay. Tja, die Spur geht bis dorthin etwa. Das ist jetzt gerade etwas blöd. Warum? So. Jetzt bin ich ja wieder. Mann, um Meter. Immer etwas ätzend, im Bild noch zu bleiben. Wobei ich nur bei der heutigen Aufnahmesession irgendwie Probleme damit gehabt habe. Warte mal. Nach wie vor findet Jeremy und rette ihn. Ja, aber die Spur ging ja nur bis dort hier an sich, ne? Jetzt wird es allmählich auch wieder Nacht. Das heißt, bald kommen wieder die Freaker. Moment. Ah, doof jetzt weiter. Okay, ich bin einfach nur wieder blöd gewesen. Hier weiter. Oh ne, da komme ich doch. Komme ich da wieder genau da hier, wo ich war, ne? Ja.
Ja, ich bin manchmal, ich bin, was sowas angeht, irgendwie nicht der Hellste und komm nicht schnell dahinter. Genau, du hast uns dann durch die Gasse geführt. Und hier verliert sich die Spur allmählich. Na, können wir jetzt rechts oder links rum? Können uns natürlich auch nochmal das hier genauer angucken. Mister, hey, ich bin hier, ich bin hier. Ah. Okay, Junge, halte durch, ich komme. Sind da noch irgendwelche Typen? Schießpulver ist das, oder? Ja, Schießpulver. Moment. Da hat man nämlich Rohrbombe angezeigt. Das war allerdings durch meinen Kopf verdeckt. Brauchte kleines Rohr, Schießpulver, Schachtel mit Nägeln und Schrott. Okay. Ja, also die Dinger, die ich eigentlich ganz gern weiter hier herstelle, weil Rohrbombe sind unglaublich nützlich. Weiter hier, ach, schön Krempel flattern. Dann schauen wir mal, wie es da over aussieht. Du müsst da ja irgendwo auch sein, der Jeremy. Ich denke, der ganze menschliche Geiselnehmer und so habe ich soweit auch entfernt. Die dürften uns nicht mehr ins Konzept reinstören. Kleines Rohr nochmal gefunden, wunderbar. Und. Ah, da ist er jo. Okay, jetzt hapert's an Schießpulver grad. So, Buh. Dann befreien wir dich da mal, ne? Mr. St. John! Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Nenn mich einfach die Kleine. Siehe! Sie wollten mich. Sie wollten mich aufschneiden. Sie wollten mich essen. Oh, Scheiße. Okay. Hörst du zu? Nimm dein Benzin und dann fährst du zurück ins Camp. Hast du kapiert? Ja, Sir. Gott verdammt, ja, Sir. Nenn mich nicht Sir. Ich heiße Deacon. Ja, Sir. Ja, danke, Sir. Oh Mann. Ja, war Respekt, Totter. Das muss man losser. So viel zur Jugend hätte ich Respekt. Auf der Speisekarte eher. Das ist scheiße, wenn die Leute im Winter zu Kannibalismus gezwungen sind, weil sie sonst nichts zu fressen haben. Glücklicherweise konnte man ihm vor dem Schicksal bewahren. Aber wie gesagt, man kann ihm nicht sagen, er hätte keinen Respekt. Das hat er eindeutig. Schutz für die Schwachen zu 50%. Okay. Dann bleibt jetzt nur noch die O'Brien-Mission. Schauen wir mal, dass wir die noch hinkriegen, ne? Das ist ja auch nicht allzu weit entfernt. Ansonsten, die anderen Camps wollen derzeit nichts von mir. Ja, falls sich nicht irgendjemand auf dem Weg nochmal melden sollte, ist alles cool. Dann gehen wir jetzt zu O'Brien. Noch ein Naserivler. Und das ist wenigstens eher Sorge, die ich weniger habe, dass die Horde hier rumlungert. Moment, war da noch was Verwertbares? Ich glaube schon. Jo, Dose. Okay. Gut. Ist das nicht mein... Oh, nee, das ist irgendein anderer Schrotthaufe. Sorry, Deke. Ja, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich habe hier glücklicherweise wieder in die Richtung geparkt. Moment, da liegt noch einiges rum. Sehe ich gerade. Ja, Schwärmerohre. Offenbar hier in der Richtung weiter gestreut, ne? Schwärmerohre, die schneidet er sich einfach mal so locker flockig hier ab. Während er rumfährt. Oh oh. Was geht dann hier ab? Hier ist offensichtlich was Größeres am Werk. Ja, das sind die Leute von Iron Mike's Farm. Ja, da schneidet man doch noch munter ein paar Ohre. Während die hier munter gegen Freaker verteidigen, ne? Mensch, du war offenbar ein Mensch, ja? Kein Freaker. Weil wenn ich über die X drüber gehe... Scheißkreischer! Wenn ich über die X drüber gehe und ich kriege Ohr angezeigt, dann muss es ein Mensch sein. Oh, hier ist noch irgendwas. Ein Wolf oder ein Jäger? Im schlimmeren Fall ist es ein Jäger. Es ist ein Wolf, glaube ich. Sorry, Wolf. Aber wir holen uns auf jeden Fall nochmal sein Fleisch. So viel ist klar.
Viermal Wolfsfleisch. Sauber. Okay. Das sind anscheinend auch ein paar Menschen gestorben hier bei der Verteidigung. Das kann ich brauchen. Ja. Die Bärentraube schneiden wir uns auch noch ab. Moment, hinter uns ist irgendwas. Zumindest etwas, was Wind von uns kriegt hat. Ja, hier gibt's. Krabbler-Ohre. Okay. Okay, hinter uns ist auch noch irgendwas. Ja. Wir müssten mehr sein noch. Ja, kommt schon was. Oh, Bleacher. Was sind dann Bleacher? Die wurden uns, glaube ich, bisher noch nicht präsentiert in einer Filmsequenz als Mini-Boss. Ja, Deacon geht jetzt auch wieder. Aber Deacon schießt sich nochmal ein bisschen den Weg frei, wenn es nichts ausmacht. So. Noch ein Bleacher. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Die wurden uns, wie gesagt, noch nie explizit vorgestellt, die Bleacher. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Käufe bei der Verteidigung von Iron Mike's Farm. Kann ich auch mit einem guten Gewissen weiterfahren dann. Aber da lagen halt so viele Sachen rum, weil ich mir schon gedacht habe, irgendwas ist da im Busch, ne? Warte mal. Da war ja nochmal Benzin, was ich vorhin habe fallen lassen. So. Dann tankt man nämlich doch gerade mal auf nochmal bei der Gelegenheit. Okay, wir haben zwar zu 90% noch. Aber hey, das könnten die 10% sein, die mal später das Genick brechen. Mir ist es ja schon bisher nur einmal passiert, dass man mal das Benzin ausgegangen ist. Da hätten mich die 10% noch gerettet. Oh oh. Da ist was Größeres hinter mir her. Das klang zumindest noch ein größeres Tier. Ups. Boah, Mann. Ich mache mittlerweile auch ein paar Freaker-Geräusche. Aber hier war doch auch irgendwo noch eine Horde, die ich in der Filmsequenz mit Boozer gesehen habe. Wo er spürt's besoffen darum ist. Dick, was war los? Naja, er traf auf ein paar Drifter und Oh mein Gott, Kannibalen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, sie zu fragen. Ja. Das Beschissene ist halt in der Notsituation. Hey, du steckst schon drin. Du isst alles. Ist etwas aufgewühlt, aber okay. Gut. Iron Mike erzählt, er macht freiwillig. Jetzt ist die Sequenz also leider unabbrochen. Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuropersonal, Regierungsbeamte und Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit, östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Yeah.
also im Prinzip doch so, wie ich mir's gedacht habe, dass Sarah tatsächlich wichtiger war, als es vorgibt, weil wenn ich die Einrichtung sehe, für die sie gearbeitet hat, ne? Das sah mir schon stark noch Regierung aus. Vor allem Wachpersonal dürfen Leute niederschießen. Ich bin mir sicher, mittlerweile, dass sie an dem Freaker-Virus mitgearbeitet hat und noch lebt. Wieder allein unterwegs. Okay. Sie ist um Lost Lake immer wieder. Das ist kein Leben, das ist dann wieder die Boozer-Quest, ne? Sonst wird man nichts anderes mehr freigeschalten. Dann gehen wir halt wieder zurück. Ach, fahr zur Hölle, O'Brien, mir ist die ganze Scheiße scheißegal. Boozer? Boozman, komm zurück! Ja, die... Hey, hör mir zu. Als wir vor einem Jahr bei Iron Mike waren, wollten wir nach Süden fahren, aber der Santium-Pass war gesperrt. Wir kamen nicht durch. Er sagte, dass er noch einen Weg kennt. Deke, Iron Mike, er ist gerade nicht so gut auf uns zu sprechen. Hör einfach zu. Weißt du noch, was er gesagt hat? Iron Mike? Ja. Er brüstete sich damit, jeden Trampelpfad der Umgebung zu kennen. Er sagte, dass er einen Pfad kennt beim Mount Thielsen. Mount Thielsen. Sowas in der Art. Thielsen, ja, genau. Das war's, der Thielsen-Pass. Ja, und warum zum Teufel? Warte. Nero? Scheiße. Sie lebt? Sarah lebt? Deke? Okay, hör mir zu. O'Brien, er hat ihren Ausweis gefunden. Ja, Boozer, ich glaube, sie lebt noch. Deke, du hast bis zuletzt gehofft. Du wusstest es. Du hast nie aufgegeben. Was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, Boozer. Ich weiß es nicht, aber... Oh, fuck. Direkt nochmal bei einer Horde. Oh Gott, wenn es nur die geringste Chance gibt, dann muss ich sie finden. Ganz richtig, Alan. Scheiße, ich muss los. Ricky und Eddie brauchen Hilfe beim Aufstellen. Eines Schranks oder so. Hör zu, wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Guter Ende. Okay. Bis bald, Chris. Geht man dort hier? Viel Spaß? Hey, ist der Junge gut angekommen? Hey, ja, er ist etwas aufgeregt, aber okay. Gut, so. Iron Mike erzählt, er macht freiwillig Sumpfdienst. Ist das zu glauben? Oh, das glaube ich gern. Hey, sag mal, nennt er dich eigentlich Man? Weißt du das? Nein, wir warten. Bis bald. So, dann kümmern wir uns jetzt auch um die Horde. Deke, wo bist du? Hey, Ricky. Ich muss da noch was erledigen. Kommst du dann zurück? Wenn ich zurückkomme, was soll das heißen? Boozer hat gesagt... Boozer sagte, hör zu, es gibt überhaupt nichts zu sagen. Man kommt nicht über den Santium Pass, das weißt du. Ja, ich komme zurück. Also, wie gesagt. Okay, Proxy Falls Horde. Zu 100% erledigt. Und das ohne einen Gewehrschuss abzugeben. Gib bei Copeland nochmal Punkte. Ich hab was zu erledigen. Ohne Level. Oh. Okay, halte mal eine Gaula. Dann können wir jetzt nochmal gucken bei dem Zeug. Schnelles Rollen zu erholen, wenn du niedergeschlagen wurdest. Sprint. Okay. Moment, bei einem Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Okay. Das ist gut, kritische Eliminierung, das nennen wir. Die Abrechnung. Oh Gott. Okay. Dann holen wir uns erst nochmal die ganze Ohre. St. John, wartest heute mit Kannibalen 56. Hey Mike, ja, sie hatten sich Jeremy Givens geschnappt. Großer Gott. Was bringt
bringt die Menschen dazu, alles aufzugeben, was sie von Tieren unterscheidet. Tja, du weißt ja, was man sagt. 9 Mahlzeiten trennen uns vom absoluten Chaos. Und 9 Mahlzeiten sind jetzt wohl verzehrt. Ja, vielleicht. Danke, dass du den Jungen gerettet hast. Ich werde mit Arbeit eindecken. Vielleicht hält dir das von dieser Hölle fern. Okay, dann machen wir die Schnellreise, nachdem jetzt alles Blabla erledigt ist. Dann schauen wir nämlich nochmal, ob noch zufällig irgendwas anderes kommt. Alter Falter, nette Episode heute von Kannibalen über Horde. Meine Güte. Aber Kannibalismus ist leider etwas, was in seiner Apokalypse sehr, sehr schnell passiert. Sobald die Leute nichts mehr zu fressen haben, werden sie wahnsinnig und dann nehmen sie, was sie kriegen können. Hunger treibt einen in den Wahnsinn und treibt die Menschen dazu, alles über Bord zu werfen, was sie über Moral kennen oder zu kennen glauben. Dummerweise ist das etwas, was man sogar noch nachvollziehen kann, weil um zu überleben, machst du wohl so ziemlich alles. Ja, und das auch noch mit dem kataklysmischen Gewitter nochmal untermauert. Ja, Copeland baffelt wieder. Okay, dann bin ich ja auf seiner Liste. Ich persönlich am höchsten Baum, auf den ich finde. Und während ihr euer Leben aushaucht, vierteilen wir euch und verfüttern euch an eure geliebten Freaks. Das ist ein Versprechen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Nett. Die lügen nicht. Tja, Cop, ich muss leider sagen, mir gefällt die Scheiße genauso wenig wie dir. Mach, was du willst. Hängt die Verräter, Radio Free Oregon. Nett. Okay, da wir jetzt eine Horde niedergemacht haben, oder 2 Horde, können wir gut was verkaufen. Gut gemacht. Das war's erstmal. Ja, das geht doch für gutes Geld weg. Dann können wir nochmal tanken gehen. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Wie geht's dir, Bas? Geh pfleglich mit ihr um. Und repariere und nachtanke. Ja, Benzin braucht man als Drifter, ne? Okay, das ist dann wohl bei der Lodge, aber... Dann würde ich doch gerade sagen, ihr liebe Leute. Ich mache, bevor ich den Job hier jetzt annehme oder bevor ich die Filmsequenz dazu starte... Na schön, mal sehen, was der alte Mann will. Mache ich an der Stelle hier meinen Cut. Wir sind zwar noch nicht exakt bei 25 Minuten. Machen dann für heute ein bisschen früher Schluss, weil wir letztes Mal überzogen haben. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder. Ich bin sehr gespannt, weil offensichtlich geht's jetzt über den Südpass oder wo. Es könnte sein, dass es in das untere Gebiet hier geht. Das ist ja soweit alles relativ aufgemacht. Da habe ich allerdings immer noch ein paar weiße Ställe, die fuchsen mich noch. Schauen wir mal, wie weit wir das hinkriegen. Machen's gut, wie gesagt, bis du hier. Wir sehen uns übermorgen dann wieder. Eiern. Yankee.